Lieblingskanal. Genau, erstmal wollte ich mir das neue Gear Collector Video reinziehen, weil Bro, da wurde anscheinend so, Leute, was entzwirbelt, was wir uns unbedingt mal kurz anhören müssen. So, zoomen wir den Aal kurz rein. Ey, ich will nur ganz kurz wirklich mal hier den Soundcheck hören, was da gegangen ist. Ich glaube, heute könnte es ein sehr interessantes Video werden. Deswegen würde ich euch empfehlen, bis zum Schluss dran zu bleiben, denn es wird etwas lauter, etwas stärker und ja, was noch, Robert? Etwas geiler, würde ich sagen. So, Robert, das wäre doch ein guter Daily für dich, oder? Also, ne? Ja, also man muss ja dazu sagen, Leute, serienmäßig ist das ja schon wirklich eine Ansage, aber heute werden wir mal schauen, was hier beim 992 GT3 RS klanglich und leistungsmäßig das Ultimative sein wird. Denn Leute, wir haben das Ganze hier schon ausgebaut. Wir haben hier die Serienabgasanlage beim 992 GT. Alter, krass, guckt euch mal an, wie anders das einfach aussieht. Die Serienabgasanlage sieht richtig scheiße aus im Gegensatz zu der anderen. Wisst ihr aber, was krass ist? Sowas zu machen, ne, bei so einem teuren Auto wie ein GT3 RS, daran merkst du, dass jemand wirklich Kohle hat, weil, wenn er die Abgasanlage eintragen lassen hat, verfällt seine Porsche Approved Garantie. Und die Porsche Approved Garantie ist so eine Versicherung, die kannst du bei Porsche jährlich abschließen. Falls ein Motorschaden oder sowas auftritt, den du halt nicht verursacht hast, ersetzen dir das. Dass er hier einfach mal so drauf scheißt, weil sobald du irgendwelche Teile dann dazu baust, verfällt die. Dass er das jetzt hier anbaut, bedeutet einfach nur, dass es ihn nicht interessiert. T3 RS und hier jetzt die neue IPI Titan Abgasanlage, die wir jetzt dann gleich einbauen werden. Und ihr seht, es ist ein Riesenunterschied von der Größe her und natürlich auch gewichtsmäßig. Denn Leute, wir haben hier von IP eine komplette Titan Abgasanlage. Bedeutet einmal die Krümmer komplett aus Titan, genauso wie auch hier der komplette Endschalldämpfer ist auch komplett aus Titan. Und das hier mal wirklich im Vergleich zu sehen mit dem Serienendschalldämpfer, das ist natürlich ein riesen krass. Unterschied. Ich gehe mal davon aus, klanglich wird das dezent lauter werden. Wir wollen ja wirklich mal schauen, einfach als Test, okay, was geht hier wirklich klanglich? Wir hatten das ja auch damals beim 991 GT3 RS verbaut gehabt für eine kurze Zeit. Mal wirklich hier die IP-Abgasanlage auf der Rennstrecke, wo du mal wirklich das Klangerlebnis testen konntest. Und das war natürlich ultimativ. Ja? Auch damals schon komplett Titan-Abgasanlage. Und ja, jetzt eben hier 992 GT3 RS. Gewichtstechnisch sind wir über 40% leichter. Ja? Wir sparen hier um die 12, 13 Kilo gegenüber Serie ein und natürlich genauso auch über 20. Was für ein Lelek, der kaum online ist. Digga, Bro, ich bin gerade so heftig am Start. Frag bitte mal kurz den Chat, wie aktiv ich gerade auf Twitch bin. Frag mal bitte kurz den Chat. 20 PS noch mal stärker und es wiegt halt einfach gar nichts. Das ist halt unfassbar. Auch hier der Endschalldämpfer, ja, das ist natürlich alles komplett aus Titan. Extrem leicht, also unfassbar im Vergleich zu Serie. Und ich meine natürlich hier aus einem Saugermotor, ja, über 20 PS nur rein durch eine Auspuffanlage rauszuholen. Das ist schon ultimativ. Wir haben ja damals den 992 GT3 schon mal auf dem Prüfstand gemessen gehabt, ja, wo wir, glaube ich, mehr oder weniger mit Serienleistung dann hingekommen sind. Die erste Messung, glaube ich, war nicht so gut. Vielleicht können wir es mal kurz einblenden. Geht so. Doch. Aha. 526 PS, 456 Newtonmeter. Robert? Hä? Das glaube ich nicht. Da würde ich mir Gedanken machen. Der ja, Döner ja. Geht nämlich auf dich. Aber natürlich, wenn wir jetzt hier die Anlage verbaut haben, wir werden auch mit der Zeit dann auf den Prüfstand gehen, weil wir wollen ja wirklich schauen, okay, kriegst du hier wirklich die Mehrleistung raus? Beim 991 GT3 war es ein Riesenunterschied gegenüber Serie. Und ja, ich würde sagen, Leute, wir verlieren gar nicht weiter Zeit. Wir verbauen jetzt hier die IP-Abgasanlage in den 992 GT3 S. Auf geht's. Drei Streams und er denkt, er ist schon auf Mount Everest. Digga, Zement, ich war sogar schon vor den drei Streams auf Mount Everest, aber okay. Nein, aber wirklich, ich sag euch eine Sache. Ich werde hergehen, okay? Ich habe mich entschieden, Anfang des Jahres, es kommen regelmäßig Videos bei mir auf den Kanälen. Inscope 21 durchgezogen, Inscope Lifestyle durchgezogen. Die Channels laufen wunderbar, die Videos machen mir übelst viel Spaß. Ich habe mir vorgenommen, Ola Kala nach vorne zu bringen. Zack, Ola Kala schon wieder auf dem nächsten Level. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte mich fitnesstechnisch und einfach selber weiterentwickeln. Bam! 3 Monate zwar erst im Game und ich werde weiter durchziehen, aber es wurde bisher durchgezogen. Und genau das nächste ist mit dem Stream. Ich habe mir gesagt, ey, ich bin zurück, ich ziehe Stream wieder durch, ich komme wieder regelmäßig online. Vielleicht nicht so lang, mal schauen. Aber ich werde auf jeden Fall am Start sein, Leute. Ob ihr wollt oder nicht, versteht ihr? Lange kein Hairline-Check mehr gemacht, bist du zufrieden? Bro, guck dir die Hairline kurz an. Und jetzt frage ich dich, bist du zufrieden damit? Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Wir hauen euch zusammen, du!
alles Haus zusammen. Oh, geil. 3 Tage später. Ich bin in meinem Leben noch nie auf einem Stuhl eingeschlafen. Es geht nicht. Ich kann nicht auf einem Stuhl schlafen. Ich könnte niemals so schlafen. Das geht nicht. Oder? Niemals läuft hier gerade wieder der Reaktor an, oder? Natürlich, Kev, Digga. Denkst du, ich bin ein verdammter Teilzeithassler? Da denkst du, ich bin ein Schnacker? Ich bin hier, Junge. So. Mach mal auf. An die Arbeit geht's. Digga, hat der wirklich gepennt? Alles gut, Robert. Reiß er mal das Ohr ab, du. Hä? Ja, spinnst du jetzt? Jetzt machen wir jetzt halt ein schönes Ohrpiercing. Hä? Sag mal, Robert, die Jungs, die sind schon fast fertig. Fast fertig? Ja? Na? Alles ist schon dran. Der Diffusor fehlt nur noch. Also gehe ich mal davon aus, Leute. Wir können ihn nämlich jetzt dann bald starten. Schaut mal her. Bist du überhaupt wach, Robert? Ja, halbwegs. Ja, halbwegs. Ja. Glaubst du, wir kriegen das hin? Weil ich wollte mal nämlich mal kurz den Unterboden zeigen. Ja, zeig weil mal, ja. Aerodynamisch mäßig, Leute, ist das ja wirklich beim GT3 RS eine komplett andere Liga. Geradeaus ist ja der GT3 RS im Vergleich zu anderen Fahrzeugen ja wirklich nicht das schnellste. Das Auto ist ja nicht für die Autobahn gemacht, sondern wirklich für die Rennstrecke, für die Kurven. Und das ist nämlich, was man von außen nicht wirklich sieht, sondern eben was nämlich genau hier unten. Zieht euch mal rein, was wir hier unten zusätzlich an Aero verbaut haben. Ja? Nicht nur hier komplett an unten. Am Unterboden, sondern schaut mal hier an, der Felge, am Reifen, wie das hier alles schön entlang leitet. Schau mal hier, diese ganzen zusätzlichen Tipps, die wir hier verbaut haben, das ist schon wirklich verrückt. Also man muss mal ganz klar sagen, was die Boys aus Zuffenhausen, meiner Heimat, da so zaubern, ne, ist schon wirklich beeindruckend. Also generell die gesamte Bauwerkkunst eines deutschen Fahrzeugs ist ja schon weitaus überlegen dem Rest der Welt gegenüber. Aber was Porsche qualitativ und vor allem auch wirkungstechnisch an den Fahrzeugen verbaut, ist wirklich einfach nur Next Level. Also da gibt es für mich keine bessere Automarke, sage ich euch ganz ehrlich. Haptic Rush ist wieder mal bei uns im Chat. Er steht mit Helm in der Werkstatt und Nico mit Sonnenbrille am Setup. Alles gesehen. Jam kommt wieder ganz locker in sein Zimmer rein, ja, macht sich da seinen Shake von seinem Sponsor, lässt sich jetzt mal ganz kurz berieseln von dem Stream hier, denkt sich dann, oh, was kann ich jetzt für einen geilen Spruch raushauen, geht dann daher, tippt es in seine Tastatur ein, zu Hause, guckt nochmal so drüber, bevor er auf Enter drückt zum Abschicken, alle Kommas richtig gesetzt, bam, Alter, abgeschickt den Text, Haptik, geiler Typ. Besser geht's nicht. Wirklich ganz, ganz brutale Nummer von dir. Und dass es GT3 RS sein Traumauto ist, sehen wir natürlich auch ganz klar hier. Und jetzt, Jam, hör dir mal den Sound an. Sagen, wir gehen jetzt mal nach hinten. Jetzt mal, wie weit die Jungs mal, wie das hier aussieht. Ich hoffe, es ist alles im Griff, oder? Ja. So, das bedeutet, Diffusor muss noch hin. Und dann würde ich mal sagen, machen wir einen schönen Start, oder? Ja. Schauen wir mal, ob wir Kaltstart machen. Ja gut, so lange wie du jetzt geschlafen hast, Robert, genau. Bestimmt Kaltstart. Auf geht's. 2 Stunden später. So Leute, die IP-Abgasanlage ist beim 92. Jam, jetzt hör zu. 92 GT3 RS montiert. Und ich würde vorschlagen, wir werden jetzt das gute Stück zum ersten Mal starten. Domi, ich würde sagen, schmeiß die Kiste an. Alter, okay, krass. Oh mein Gott. Ja, das ist ein guter Alter. Oh mein Gott, ich brauche auch eine Abgasanlage. Ich brauche auch eine Abgasanlage für meinen. Oh mein Gott, Digga, stell dir mal vor, ich mach das Ding an in der Garage, ganzes Haus vibriert. Nico, wann stehen wir vor der Liste von den Leuten, die den direkt von Porsche kaufen dürfen? Jam, ich sag's dir ganz ehrlich, ich werde auf dieser Liste wahrscheinlich niemals stehen, weil ich bin bei Porsche als offizieller Lelek eingetragen und deswegen dürfen die mich gar nicht freigeben. Aber wenn du, guck mal, der neue GT2 RS, der jetzt bald rauskommt, dafür musst du vielleicht maximal 7, aber 7 ist schon übertrieben. Ich denke, wenn du so 4 bis 5 Porsche, die gezogen hast in deiner Laufbahn, dann wärst du potenziell, obwohl GT2 RS, vielleicht sind wir beim GT2 RS mit 6 bis 7 Fahrzeugen, bist du, glaube ich, gut dabei. Und dann könntest du eine realistische Chance haben, dass du den auch bekommst. Willst du mich verarschen? Hä,
Hat man noch Porsche-Garantie-Chat, wenn man die Abgasanlage tauscht? Das ist genau das Problem. Guck mal, es gibt zwei Optionen, ne? Weil ich habe auch Bock auf eine Abgasanlage bei meinen Autos. Aber das Problem ist die. Entweder du holst dir eine Abgasanlage und trägst sie nicht ein, behältst dafür dann die Approve-Garantie, die du dann aber, falls ein Schaden aufkommen sollte, wieder demontieren musst und die andere montieren musst, damit du sozusagen bei Porsche da durchkommst. Oder du musst einfach die Abgasanlage eintragen, dann bist du sozusagen vor Kontrollen gesaved und alles ist gut und so. Verlierst dadurch aber die Porsche Approved Garantie. Falls du halt einen Motorschaden hast oder irgendwas anderes Schlimmes, der, keine Ahnung, in 50.000, 60.000 Euro Höhe ist, wird der dir halt nicht ersetzt. Es ist halt das Ding, es ist ein bisschen blöd leider mit den Abgasanlagen. Und beim GT3 S ist es auch gar nicht so schlimm, weil der Sound ist schon so brutal. Aber beim Turbo S, sage ich euch ehrlich, ein bisschen mehr Sound würde mich schon freuen. Kann man auch Proben für Kokokane bekommen. Wir haben in, ich glaube, 2000 Pakete haben wir so Duft, so Kärtchen reingelegt, wo du mal dran riechen kannst. Aber wir haben jetzt keine Abfüllungen oder sowas. Okay, gibt es nur in der Flasche. Okay, das ist Klappe zu. Alter. Boah, wie der richtig, der kratzt richtig geil. Das hört sich wirklich an wie so ein heftiger Löwe, der die ganze Zeit macht. Ich würde mal sagen, das klingt geil. Das klingt richtig geil. Ich würde mal vorschlagen, wir machen mal ein paar Gasstöße. Tommy, mach mal ein paar Gasstöße. Alter Schwede. Boah, das klingt aber mal sowas von geil. So Leute, ich würde sagen, wir machen Schluss hier mit dem Video. Wir werden ein komplettes Video nochmal bringen, wenn wir hier mit dem 992 GT3 RS mit der IP Titan Abgasanlage mal so richtig aufreißen. Und ja, von daher würde ich sagen, wir sind raus. Jalla Abfahrt und bis zum nächsten Video wieder. Ich muss sagen, ich finde es sehr schade, dass jetzt nicht nur... Oh, doch, kommt noch was. Oh mein Gott. Ich habe nur heute auf Instagram das Video gesehen von ihm, wo er das zeigt. Warte mal, ich kann mir das, glaube ich, kurz selbst zuschicken. Das müsst ihr auf jeden Fall noch gesehen haben, weil das ist absolut geisteskrank. Da dachte ich mir so, oh mein Gott, okay, das ist wirklich next level. Digga, das hat 700.000 Likes. Bro, Simwetten, ja. Zieht euch das rein. Digga, was für heftige Downshifts. Wie auch wenn er Gas gibt, die Geräusche sich anhören wie bei der Formel 1, weil das hinten so einfach dieser Sound schlägt so die Waldkronen entlang, die Baumkronen. Und deswegen ist Elektro scheiße. Punkt. Sage ich euch ganz ehrlich. Das ist, da muss man gar nicht mehr viel zu sagen. Deswegen sollte man, okay, im Sportwagensegment, sage ich. Ich sage aktiv im Sportwagensegment. Deswegen darf man kein Elektrowagen im Sportwagensegment fahren. Deswegen. Wir hören uns das nochmal an. Deswegen. Einfach geil. Kann das jemand klippen und Stay schicken? Ist Stay so ein Elektro-Typ oder was? Also ich sag ehrlich, ich finde Elektrofahrzeuge für den Alltag easy.
Kann man auf jeden Fall machen. Hat auch auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Aber wenn es ums Thema Sportwegen und generell das Thema Sportlichkeit in Verbindung mit Elektromobilität geht, ja, Hybrid, okay, alles gut. Aber diese Emotionalität von einem Saugermotor, das ist einfach, ich find das einfach geil. She just wants to fuck me. Got me feeling something. Got me feeling nothing. Alcoholic junkie. Says she thinks I'm funny. Think I might get lucky. Spending too much money.